Jungs und Mädels, was geht ab? Heute möchte ich euch mal zeigen, wie wir bei Valorant einstellen können, dass die nicht jugendfreien Inhalte, also zum Beispiel Blut oder Leichen, eben im Spiel nicht mehr angezeigt werden. Dafür gehen wir erst einmal oben rechts auf das Zahnrad und dann in die Einstellungen. Unter dem Punkt Allgemein müssen wir etwas runterscrollen bis zu dem Unterpunkt Andere. Hier sehen wir schon nicht jugendfreie Inhalte anzeigen, Leichen anzeigen und Blut anzeigen. Standardmäßig ist das alles auf An eingestellt. Wenn wir die nicht jugendfreien Inhalte aktiviert haben, dann können wir jetzt also nochmal einzeln auswählen, ob die Leichen oder das Blut angezeigt werden sollen. Wenn wir das jetzt also deaktivieren wollen, dann klicken wir logischerweise einfach auf Aus. Ihr solltet aber bedenken, dass ihr keinen wirklichen Vorteil habt, wenn ihr das Blut in Valorant aktiviert habt. Deswegen ist es hier kein Problem, wenn ihr das einfach deaktiviert. Bei den Leichen sieht das aber etwas anders aus. Wenn man eine Leiche findet, dann weiß man, dass hier natürlich einer gestorben ist. Dementsprechend kann man dann auch wieder taktischer spielen. Wenn ich euch mit diesem Video etwas weiterhelfen konnte, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Like freuen. Kuss fürs Zuschauen und haut rein!